Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Aha. Z. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit gekreuztem Speer. Mars, das ist also, es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Das sieht irgendwie ein Gott unten nur aus. Eine Halskette. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste Venus sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen winden. Merkurs Symbol sind zwei verflochtene Schlangen. Und fertig. Das sind alle, glaube ich. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Na dann. Ich hoffe, er ist eine Hilfe. Magister Vaudin, ich bin Amicia Derun. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Ich hab's mir Nimm meine so gedacht. Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Dass die ein bisschen arrogant sind. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Mutter, passt auf. Kapitel 2 haben abgeschlossen. Kapitel 3, eine Bürde des Blutes. Das klingt nach einem schönen Kapitel. Lukas? Komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter! Du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen.
Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern, und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Ja. Mieser Regen. Und wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Die Action geht weiter. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Wenn der Magister sich mal halbwegs so benimmt wie die Ärzte und Gelehrten damals. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn der so die mittelalterlichen Medizintaktiken benutzt. Die Hochkunst des Schröpfens. Alles klar. Und der Flüssigkeitslehre und so weiter. Ja, gehen wir. Der ganz abenteuerlichste Sachen. Wie man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, köstlich ist klar. Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Wir müssen zum Stadttor. Warum sind das immer solche? Warum liegt da immer so ein? Warum liegt der mal 50 Kilometer zwischen verschiedenen Orten, wo wir hin müssen? Das ist immer so eine halbe Ewigkeit. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Was ist hier los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt. Was? Auf Befehl des Grafen Viktor von Arel. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt ihr uns? Bestimmt die Ratten. Tote? Wo sollen wir denn bitte hin? Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Ich glaube. Ja. Hier lang, Amicia. Aha, jetzt geht's wieder los. Wir sollten schneller mal jetzt machen. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg.
Nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Was hilft's? Nicht nachdenken und nicht atmen. Bisher war doch auch schon. War doch schon mal schlimmer. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Boah. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die das daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Ich muss kotzen. Oh Gott. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Der Karren steht im Weg. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Halt, ja. Nein! Was ist das? Sowas habe ich schon befürchtet. Oh nein, nein, nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Das war großartig. Hat ja fantastisch funktioniert. Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert, genau wie in der Arena. Nachtschattengewächs. Sie wollen das Fleisch. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Wir sind am Arsch. Oh nein! Nein! Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Da waren aber immer noch Ratten am Start. Auch ein Abschnitt neu starten. Checkpoints. Gut, dann hier nochmal von vorne. Der Karren steht im Weg. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Halt, nein! Was ist das? Oh nein, nein! Nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Ja. Fantastisch. Was war denn das denn jetzt? Alter Schwede. Auf der Treppe. Was für der Mist. Ich muss da noch einmal hinfahren. Der Karren steht im Weg. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Nein! Was ist das? Ja.
Ich schleppe uns auch selbst die Probleme. Oh nein, nein, nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell. Wo ist es? Sie schwärmen aus. Jetzt ist das schon immer der erste Treffer, der nicht das funktioniert? Schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja, ja. Die Feuer sind nicht hell. Hörst du das? Ja. Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Sie wollen das Fleisch. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Aber Kadaver. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder drauf. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Gut zu wissen. Jetzt können wir hoffentlich hier durch. Himmel, sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Mach keinen Scheiß. Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Jetzt das Feuer. Wir brauchen etwas Salpeter. Ja. Wo kriegen wir das her? Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Das sollte jedes Feuer löschen. Dann los. Was ist mehr Salpeter? Ein Regal hier. Jede Menge Salpeter, sagt er. In den Wagen. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. Nein. Ein Spiel. Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Hier. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Was gibt's hier Schönes? Salpeter finden wir hier noch nicht. Wird wahrscheinlich aber auch irgendwann. Gut geben. Ein Messer. Schöne Neuerung. So auf andere Waffen haben. Haben sich ganz schön gewehrt. Was war das? Oh nein. Jemand wurde ermordet. Hey! Was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein! Ihr solltet tot was sein. Was machst du? Er wirft gleich. Amicia! Falsches Ding. Scheißdreck. Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Er stirbt im Brand. Sie ermorden die Bewohner. Sie
Sie säubern jetzt die Viertel. Hey! Komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Ach, heilige Scheiße! Naja, das hat sich wohl erledigt. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Nicht ausmachen? Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Wär's mit ihm jetzt mal? Ja. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das Danke. Und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Ja gut. Wie machen wir das jetzt? Welche Maus, das ist das? So. Fertig. Jetzt schießt es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Verflucht. Wo kommen die her? Oh Mann. Die Sch... Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja, war vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Wir müssen da mal rein. Nein, müssen wir nicht. Das zum... Ich hab doch geworfen, Mann. Ich hab noch drei erwischt. Och nö. Die haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Sind hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia! Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provost getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Sieh nur. Als ob das der erste Soldat ist, den wir... Sie säubern jetzt die Viertel. Hey! Komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Scheiße! Naja, das hat sich wohl erledigt. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör zu. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Fertig. Schießt es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja, war vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Können wir uns irgendwie dran vorbeischleichen, oder? Behaltet die Häuser im Auge! Lass die runter, da ist noch einer! Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten! Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Lasst uns raus! Die Ratten kommen! Haben es wohl verdient. Keine Zeit für Gewissensbisse. Hugo wartet.
müsste vorsichtshalber mal die Töpfe aushalten, zwar die mal werfen müssen. Die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Vor. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Was? Ah, das Licht ist oben. Als ob das nicht getroffen hat. Scheiße. Das hat kein... Jetzt habe ich kein Pulver mehr. Das ist etwas dumm. Wie schalten wir ihn jetzt aus? Wehe, du schießt nochmal! Dann setzt's was! Joa. Scheißdrick. Wie will er jetzt hier runterkommen? Wie wollen wir zu ihm hinkommen? Was ist das? Kommst hier eh nicht rüber. Bleib in Sicherheit. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Wodor. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Einen Traum, den er seit Wochen hat. Sir Peter. Wir sollten das Ganze... Was zur... Nein. Ich will nicht sterben. Was ist das? Was zur? Die sind garantiert. Oh nein. Ihr wollt euch verstecken? Jetzt sitze ich hier. Was? Das Feuer hinter dir müssen wir rausmachen. Wieso? Was ist das? Mein Häuser. Ihr kriegt mich nicht! Das Feuer treffen wir aber nicht. Das war Blödsinn. Kommen wir jetzt an ihm vorbei. Nein, haben sie nicht. Was da drin ist. Ein Werkzeug. Mit einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Mehr Salpeter. Über die Stadt gegeben. Der Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln. Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Vielleicht haben sie was. Nicht unpraktisch. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm,
Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Ein paar Töpfe sammeln. Müssen sie mal benutzen. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Können wir nichts mehr. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. Woher weißt du das jetzt? So, lass auf mein Kommando los. Jetzt, los! Ich komme! Komm schon, schneller! Bin direkt hinter dir. Sind's durch? Ja. Es war ja geschafft. Relativ langsam das Tor. Gut gemacht.